Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Goodbye Deponia. Beim letzten Mal haben wir festgestellt, dass jetzt Captain Seagull oder Commander Seagull oder wie auch immer jetzt Anführer der Untergrundbewegung ist. Und wir sind jetzt irgendwie hier am Verladeterminal für die Aufstiegsstation gelandet. Und ja, Oppenbot ist beschäftigt, guckt gerade wieder schöne Werbetafel. Und was kann man denn noch hier machen? Wo kommt man da hin? Oppenbot hat die Transporter ausgeschaltet. Wenn es doch nur einen Weg gäbe, ihn zu reaktivieren. Also irgendwie scheinen wir hier weg zu müssen. Was ist das denn hier vorne? Oppenbot hat dieses Fass hier vergessen. Das liegt wohl daran, dass das Etikett mit dem Bestimmungsort fehlt. Ja, dann können wir da reinklettern. Oppenbot hat dieses Fass hier vergessen. Das liegt wohl daran, dass das Etikett mit dem Bestimmungsort fehlt. Auch nicht. Können wir da unten irgendwas ausrichten? Weil mit Oppenbot möchte ich ehrlich gesagt gerade nicht reden. So, was haben wir da noch? Ein Gulli. Huhu. War da was? Ist da jemand? Horrido! Wahrscheinlich nur Einbildung. Keiner da. Das ist natürlich jetzt doof. Kommen wir denn hier irgendwie weg? Können wir da oben irgendwie hin? Hallo? Muss man wieder erst durchs Rohr und... So, müssen wir denn hier irgendwie... Kommen wir da wirklich nicht durch? Oppenbot hat die Transporter ausgeschaltet. Wenn es doch nur einen Weg gäbe, ihn zu reaktivieren. Moment mal eben, da soll ein Etikett drauf, ne? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Hat denn einer von den anderen vielleicht irgendwie sowas? Ja, so ein Elysium-Bild. Es ist gerade so spannend. Anscheinend kann ich an den Blauen nichts weitergeben. Dann gebe ich einfach mal gleich alle Bilder hier weiter. So. Mist. Muss ich wahrscheinlich wieder an den Gulli rangehen. So, einmal Richtung Gulli bitte. Huhu. War da was? Ist da jemand? Horrido! Wahrscheinlich nur Einbildung. Keiner da. Moment. Nee, das war der Falsche. Wahrscheinlich muss ich mich da oben vor den Gulli stellen. Huhu. Rufus? Was machst du denn da unten? Na was schon? Ich mach die ganze Arbeit. Da lachen ja die Hühner. Ich habe mich durch die halbe OHV gekämpft. Und? Hast du Argus stoppen können? Ist in Arbeit. Und du? Hast du Gold schon wieder groß gekriegt? Kurz davor. Sag Bescheid, wenn du irgendwas brauchst. Von dir? Träum weiter. Andersrum wird wohl eher ein Schuh draus. Glaub das mal. Ja. Hallo? Wo ist meine Maus hin? So. Na, schon wieder der Falsche. Mist. Dieser hier war's, glaube ich. Ja. So. Dann können wir ja mal die Bilder weiterreichen. Und jetzt können wir, glaube ich, auch unter... Ich glaube, nicht unter allen dreien tauschen. Ja, stimmt. Also hier, Blau kann nur mit Grün tauschen. Aber zumindest haben wir jetzt irgendwie sowas, was aussieht wie ein Etikett. So. Wir wollen nach Elysium. Eilfracht nach Elysium. Porto bezahlt Empfänger. Hehe. So, kannst du jetzt reinklettern? Super. So. Ist da jemand? Hallo?
Na sowas. Da ist ja doch noch ein Fass nach Elysium. Das sollte ich schleunigst wegtransportieren. Auch wenn ich mich frage, wozu der Herr Amtmann auf Elysium ein ganzes Fass voller Blutegel benötigt. Das frage ich mich auch. Goal! Nein! Hat da jemand den Stecker gezogen? Oder den Stöpsel? Nix wie hinterher. Hallo? Wie kam ich jetzt mal runter? Ah, okay. Na dann, halt aus, Goal! Ich bin unterwegs! Yeah! Hallo? So, das muss jetzt aber endgültig das letzte Fass gewesen sein. Der Herr Amtmann wird sich freuen. Am besten erstatte ich ihm sofort Bericht. Ja, mach das mal. Dann können wir wieder aus dem Fass hüpfen. Bäh, war das ekelig. Aber es hat sich gelohnt. Ich bin zu guter Letzt am Aufstiegszoll angelangt. Und meine alte Blutvergiftung bin ich auch endlich losgeworden. Aber nun, freie Bahn zu den Aufstiegscodes. Freie Bahn mit Marzipan. So, was können wir denn machen? Da ist es also. Das letzte Hochboot nach Elysium. Was für ein Anblick. So, was haben wir da? Ein Knopf. Knöpfe sind immer gut. Knöpfchen drücke. Auch wenn das Knöpfchen gerade in Luft war. Hier müssen die Aufstiegscodes eingegeben werden. Es gibt aber auch einen Datasettenschlitz. Das ist ja schon mal gut zu wissen. So, mit der Tür können wir, glaube ich, nichts machen. Nee. So, dann wollen wir doch mal dem guten Oppenbot folgen. So, mal schauen. Ah, das kennen wir doch irgendwo her. Das kennen wir doch irgendwo her. So, was haben wir da? Ein Tresor, Paravent und ein Diktiergerät. Cool. Aha, Argus sein Diktiergerät. Na, dann wollen wir doch mal gucken. Memo. Memo an mich. Die Datasette ist im Safe. Die Kombination lautet... Das ist ja schon fast zu einfach. 4, 4, 3. Ach, wenn man nicht alles alleine macht. Na gut, jetzt ist es erledigt. So, rein in die albernen Klamotten und dann die Datasette holen. So eine Scheiße. Jetzt sitze ich aber ganz schön in der Klemme. Und den Tresorcode habe ich auch nicht verstanden. What? Na, großartig. Jetzt sehe ich ja aus wie ein Fatzkengeck. Aber das war ja wohl auch der Plan. Der im Übrigen kurz vor seiner Vollendung steht. Ich muss nur noch die Datasette aus dem Tresor holen. Wenn ich mich doch nur an diese blöde Kombination erinnern könnte. Oppenbot! Sie haben ge... Huch, Alarm! Unsinn, Oppenbot, Sie Pfeife! Ich bin es, Argus! Ich trage nur das Kostüm für meinen Einmarsch auf Elysium. Ach so, dann ist ja gut. Nichts ist gut. Ich kann mir meinen Einmarsch in die Haare schmieren, wenn irgendwer ständig meine Dinge verschlampt. Diesmal ist mein Diktiergerät verschwunden. Wissen Sie etwas darüber? Tja, da werde ich wohl kurz meinen Speicher überprüfen müssen. Na, worauf warten Sie noch? Diese ärgerlichen Zwischenfälle gefährden den Geist des Gelingens. Ah ja, und du? Wo geht's denn da hin? Ja, gut zu wissen. Komme ich hier raus? Was war das? Schon besser. Ah ja, also darf ich das anscheinend nicht. Wer aufräumt, ist nur zu faul zum Suchen. So, Hä?
Moment, das ist das Kielgerät? Oh, nö. Ah. Da ist anscheinend die Datasette drin. Die Datasette ist im Safe. Die Kombination lautet... Was war das? Ist hier jemand? Ich bin hier, Sir. Ich rede nicht mit Ihnen, Turtlepot. Aber sonst ist doch niemand hier. Weniger widersprechen, mehr rechnen. Apropos, wie weit sind Sie mit Ihrem Datencheck? Oh, jetzt haben Sie mich ganz durcheinander gebracht. Ich muss wohl noch mal von vorne anfangen. Tun Sie's schnell. Puh, das war knapp. Ja. Ich muss vorsichtiger sein. Kann ich die da rausnehmen? So. Oh, nö. Wahrscheinlich muss ich ihm das Diktiergerät wieder auf den Schreibtisch legen. Ah, ich hab's. Das Diktiergerät müsste direkt hinter Ihnen auf dem Schreibtisch liegen. Sie imbeziler Formationstrottel. Ich weiß, dass sie da liegen müsste. Glauben Sie etwa ich? Beim Barte des Propheten. Langsam werde ich mir schugge. Als wäre dieser Rufus irgendwie ansteckend. Sie dürfen wegtreten, Oppenbot. Danke, Sir. Rufus ist nicht ansteckend. Glaube ich zumindest. So, jetzt aber. Hm? Nichts? Bist du etwa schon wieder im Eimer, du mieses Drecksgerät? Hallo? Hallihallo? Sprich mit mir! Hast du gehört? Sprich mit mir! Hallihallo! Ja, muss ich jetzt oder wie? Das ist ja eigentlich alles, Die Datasette befindet sich im Safe. Die Kombination lautet IMNEDOT. Hm? Was soll das denn? Mein Tresor hat doch einen Nummerncode. Sagte ich IMNEDOT? So ein Unsinn. Korrektur. Ah, okay. Ein Nummernschloss. Die Datasette liegt im Tresor. Der Code lautet 4437. Verflixt. Ich wusste doch, dass eine 7 darin vorkam. Der wird sein blaues Wunder erleben. Was zum... Alles in Ordnung, Herr Amtmann? Hört sich das so an, als sei alles in Ordnung, Oppenbot? Schalten Sie unverzüglich diesen verdammten Alarm aus. Aber Sie sind sich schon sicher, dass Sie Sie sind, Sir, oder? Oppenbot? Schon gut, schon gut. Ja, ich bin ich. Welcher Knopf war gleich der für den Alarm? Der hier? Nein, der... Auch nicht. Wer soll sich bei diesem Lärm auch konzentrieren können? Ich will hoffen, keiner. Ich nehme das Diktiergerät wieder mit. Und dann bin ich mal weg. So. Durften wir ja vorher nicht, weil nämlich alles zu leise war und er das Fenster gehört hat. Und dann einfach mal raus da. Ja, hallo? Hallo? Rein, raus, was? Sonst raus. Hallo. Hallo. Ja, wo geht's denn jetzt hin? Da? Ja, aber dann entdecken die mich doch. Ja, und du? Hallo. Das ist ja merkwürdig. Oder muss ich den jetzt von Hand ausschalten? Ah, das war dann wohl der richtige Knopf. Geschafft, Herr Amtmann! Ah, okay. Na also! Wie konnte es denn zu dem Malheur kommen, wenn ich fragen darf? Tja, wenn ich das wüsste. Ich bin mir sicher, dass ich den Code vom Diktiergerät ordnungsgemäß eingegeben habe. Das gibt's doch nicht! Wo ist denn diese mistige Apparatur jetzt schon wieder hin?
Oppenbot! Ich bin noch hier, Sir. Ja, aber mein Diktiergerät nicht. Wenn mein Speicher nicht komplett beschädigt ist, dann liegt es auf dem Schreibtisch, Sir. Dann überprüfen Sie Ihren Speicher, aber ein bisschen plötzlich. Wie Sie wünschen. Also anscheinend muss er das Diktiergerät doch wieder haben. Ah, ich hab's. Das Diktiergerät müsste direkt hinter Ihnen auf dem Schreibtisch liegen. Sie imbeziler Formationstrottel. Ich weiß, dass sie da liegen müsste. Glauben Sie etwa ich? Beim Barte des Propheten. Langsam werde ich mir schugge. Als wäre dieser Rufus irgendwie ansteckend. Sie dürfen wegtreten, Oppenbot. Danke, Sir. So, jetzt aber. Nichts? Bist du etwa schon wieder im Eimer, du mieses Drecksgerät? Hallo? Hallihallo? Sprich mit mir! Hast du gehört? Sprich mit mir! Ja, ich weiß nicht, was du gerade von mir willst. Die Datasette liegt im Tresor. Der Code lautet 4437. Verflixt! Ich wusste doch, dass eine 7 darin vorkam. Der wird sein blaues Wunder erleben. Was zum... Alles in Ordnung, Herr Amtmann? Hört sich das so an, als sei alles in Ordnung, Oppenbot? Schalten Sie unverzüglich diesen verdammten Alarm aus. Aber Sie sind sich schon sicher, dass Sie sind, Sir, oder? Oppenbot? Schon gut, schon gut. Welcher Knopf war gleich der für den Alarm? Der hier? Nein, der... Auch nicht. Wer soll sich bei diesem Lärm auch konzentrieren können? Das ist eine sehr gute Frage. Ich kann es nämlich nicht. So, ich will jetzt hier endlich raus. Ich finde irgendwie... Was darf ich denn mit dem Fenster überhaupt machen? Ja, aber dann entdecken die mich doch. Also irgendwie muss ich die da, dazu kriegen, dass die da oben wegkommen. So, jetzt will ich nochmal eben kurz schauen, ob ich den Code jetzt überhaupt richtig verstanden habe. Die Datasette ist im Safe. Die Kombination lautet... Haben Sie etwas gesagt, Herr Amtmann? Was? Nichts. Mist, solange Oppenbot am Schreibtisch rumlungert, kann ich die Nachricht hier nicht abhören. Also irgendwie müssen wir ihn da wegbekommen. Machen wir den Alarm nochmal kurz wieder aus. Ah, das war dann wohl der richtige Knopf. Geschafft, Herr Amtmann. Na also. Wie konnte es denn zu dem Malheur kommen, wenn ich fragen darf? Tja, wenn ich das wüsste. Ich bin mir sicher, dass ich den Code vom Diktiergerät ordnungsgemäß eingegeben habe. Das ist doch... Das gibt's doch nicht! Wo ist denn diese mistige Apparatur jetzt schon wieder hin? Oppenbot! Ich bin noch hier, Sir. Ja, aber mein Diktiergerät nicht. Wenn mein Speicher nicht komplett beschädigt ist, dann liegt es auf dem Schreibtisch, Sir. Dann überprüfen Sie Ihren Speicher, aber ein bisschen plötzlich. Wie Sie wünschen. Wie gesagt, ich möchte mir eigentlich in Ruhe nochmal das Tonband anhören. Kann ich wahrscheinlich nur, wenn ich draußen bin. Die Datasette ist im Safe. Die Kombination lautet 4473. Aha, 4473. Vigols Geburtstag. Nein, warte, der war 4437 oder 4347? 4711? Naja, egal. Hauptsache, man kann es sich gut merken. 44 irgendwas. So ähnlich wie Vigols Geburtstag. Oh Mann. Ja, das war schon mal gut zu wissen. Was passiert eigentlich, wenn ich hier auf Rekord drücke? Ich fühle, wie mir eine Idee kommt. Datasette befindet sich im Safe. Die Kombination lautet bla bla bla. Das hatten wir ja schon, das wollte er nicht. Das hatte ich mir auch schon angegeben. Ja, ich will ihm jetzt nicht unbedingt auf die Nase binden, dass wir die Datasette haben. Die Datasette befindet sich nicht im Tresor.
Sie ist hinter den Schreibtisch gefallen. Das könnte gut werden. Ja, das könnte wirklich funktionieren. Das könnte wirklich funktionieren. So, dann wollen wir hier mal wieder zurückklettern. Und ich würde sagen, ob es funktioniert und ob wir Oppenbot nochmal wiedersehen, würde ich sagen, machen wir im nächsten Teil. Für heute soll es das gewesen sein. Hoffe, ihr hattet Spaß dabei und in diesem Sinne, bis dann. Tschüss.